Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Abschlusspanel oder Abschlusspodium unserer linken Woche der Zukunft. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und noch da seid. Das Abschlusspodium hat den Namen Ökologisch, lustvoll und demokratisch zur Zukunft des Sozialismus im 21. Jahrhundert. Wir haben in dieser linken Woche der Zukunft ja einen Bogen geschlagen von den Analysen der Zukunftsunfähigkeit des aktuellen Kapitalismus, der neoliberalen Politik und der sozialen Spaltung, der ökologischen Katastrophe, die am Horizont droht oder schon begonnen hat. Dann haben wir eine ganze Reihe von linken Alternativen und Strategien diskutiert, in Workshops, in Podienveranstaltungen, unterschiedliche Konzepte miteinander ins Gespräch gebracht. Und zum Abschluss wollen wir jetzt den Blick über den Horizont weiten und bei allen Problemen, die es für linke Diskussionen gibt, sozusagen über die zukünftige Gesellschaft, wie wir sie uns vorstellen und wünschen, zu sprechen. Wir wissen das alle, Marx hat davor gewarnt, in der linken Tradition gibt es Probleme damit, die zukünftige Gesellschaft auszumalen und dann zu schauen, dass alle reinpassen. Wollen wir aber doch auf der anderen Seite nach unseren Visionen fragen, nach den Bildern, die wir aus der Zukunft zumindest erahnen können, wo wir hinwollen und welche Versprechen und welche Freiheiten wir uns erhoffen von der Gesellschaft, für die wir streiten. Ich freue mich ganz herzlich dazu, auf dem Podium hier begrüßen zu dürfen. Zu meiner Linken Hilary Wainwright. Sie ist aus Großbritannien, ist Soziologin, sie ist politische Aktivistin, Journalistin und sie ist Herausgeberin des Magazins Red Pepper, einem linken Bewegungswissenschaftsmagazin. Lass du hoffen. Pull it up. Schön, dass du da bist. Links von Hilary Alex Dimirovic, er ist Staatstheoretiker und Demokratietheoretiker, er ist Fellow am Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung und ein kritischer Begleiter der linken Politik der Zukunft. Herzlich willkommen. Zu meiner Rechten Bernd Rixinger, Vorsitzender der Partei Die Linke. Herzlich willkommen. Und von mir aus gesehen ganz rechts außen, Georgos Chondras, er ist Mitglied des Zentralkomitees von Syriza und leitet dort die Umwelt- und Ökologieabteilung der Partei. Herzlich willkommen. Wir würden jetzt beginnen mit einer Runde auf dem Podium von ungefähr 15 Minuten pro Person. Entschuldigung. Und ich würde Hilary bitten, zu beginnen. It's wonderful to be here. I didn't expect to begin, but I took the risk of ringing Christina this morning to just explain what I would say. And she said, well, you must start. So I apologize if it's a little bit, you know, of a brainstorm. And certainly this weekend has made my brain kind of buzz. It's been very exciting. And particularly I'm still buzzing from the session with Chantal Mouffe on left populism. So maybe in the discussion we can take the ideas from that session into this discussion about the future. So, well, first, I want to thank Die Linke, and I want to especially thank the Rosa Luxemburg Institute, because when we talk about renewal, this session is about renewal, trying to bring together all the ideas we've had in this week, which has felt a very short week because it's been so exciting. But when we talk about renewal, we've got to recognize that renewal involves work. It's not like a natural process. It's not like the way the dog, you know, gets new hair or the lizard gets a new skin, that sort of natural process. It requires real work. And I think that's why it's really important to value the work of the Rosa Luxemburg Institute, because it seems to me, and I've been aware of it and helped by it and working with it since the beginning of the 21st century, and I think that there's not enough recognition of the resources, the time, the space, the effort that's needed in renewal. We kind of take institutions like the Rosa Luxemburg Institute, and I work for a similar one called the Transnational Institute in Amsterdam. We take these institutes for granted, and I think it's really important we don't, and we really value their work. So I really want to thank the Rosa Luxemburg Institute and the people. All institutions depend on people. So I want to thank Misha Brie, Christina,
Mario Candace, who put a lot of thinking into this event, Barbara Fried, and Connie Hildebrandt, who's been working for a long time on thinking about the parties and the and new forms of political organisation. So I just want to clap these people. So on to the task of renewal and some collective thinking. So maybe I should just say as background, I feel I'm a little bit old now with my white hair, and I feel I'm not exhausted, I feel very excited, but I feel I've been involved in a process of renewal for nearly, well, maybe 40, 50 years now, really since the movements of 68, which were the movements that shaped me politically, particularly the women's movement. And in a way, right from, you know, the moment of 68, the fact that we were both fighting capitalism, fighting imperialism, the war in Vietnam, the British government and its alliance with the financial institutions and so on. And at the same time, you know, facing the Soviet invasion of Czechoslovakia, you know, the kind of failure of the Soviet model. So we had to renew. We couldn't tolerate, we couldn't accept capitalism. But on the other hand, we couldn't just look to the Soviet model as the alternative. Neither could we look to the social democratic welfare state, which had so many flaws, although now, you know, it's very important to defend the public resources involved in the welfare state, which I'll come on to later. So that notion of renewal was built into, has been built into political practice for the last 50 years. And so I want to say a little bit about things that I've learned and that we can maybe carry forward, because I think the quote in the brochure talks about Marx saying that renewal doesn't lie in the past, it lies in the future. And I want to argue, I don't want to be nostalgic and argue it lies in the past, but on the other hand, I think it's not so much the future. My theme is going to be that it lies here and now, it lies beneath our feet. Or as in 68 we talked about, beneath the pavements lies the beach. Beneath the pavements lies our dreams. You know, they're in practice. And I think the first thing I want to say is that we've learned in those years and since, and now with the ecology movement in particular, we've learned about the ways in which there is a new kind of power compared to the sort of power and metaphors and thinking of power that underpins social democracy and to some degree the Soviet model. Whereas they thought very much in terms of the power of domination, winning the power of government to dominate capital, which I mean I think is important. I'll explain later the relation between these two different kinds of powers. But what we also discovered through our movements, through our practice and reflecting on our practice, is power as transformative capacity, power as our own capacity with each other to create alternatives, power that stemmed from the fact that the existing system, existing systems of oppression, whether the exploitation of wage labour or the oppression through the patriarchal family or all these different systems, they depended on our complicity. I think I learnt this particularly in the women's movement because it was so much about our personal lives and our personal complicity. And so that in a way we had that power through refusal, which was a kind of bargaining power exemplified by the power of the strike. But that power of refusal could also be the power to create alternatives. So I remember in Poland, Solidarność, as it was then, had both the power to strike, but then talked about an active strike, about creating alternatives through that collective power at the workplace. And certainly the women's movement, we had to be active. We had to create alternatives. We had to change our personal lives. We had to find collective childcare. We had to develop. We had to transform ourselves. We had to change our kind of tendency to be submissive and deferential, you know, to be confident, collaborative, and develop our own sort of capacities. So that understanding of power, I think, has been fundamental to rethinking and renewing the left. And so I want to say, dwell on that a little bit. I know I've only got 15 minutes, but so I think key to that distinction between power as domination, which we need, and I want to argue very much against counterposing
you know, the power we need through government and the power we need through building transformative movements. I'm very, very critical of the traditions associated with John Holloway and Negri and so on, which is simply romanticizing the power from below. And in a way, doing that, those movements a disservice and not listening to the fact that those movements, when they talk, as we did in the women's movement, about our own power to create women's centres, centres for women who'd been victims of violence, childcare centres. But all the time we also wanted public resources. We wanted control over public resources. We wanted a different kind of welfare state. And unless one listens to that combination that's within the movements, then we go up a dead end. But what's crucial to that distinction, I think, is understandings of knowledge. I think we've underestimated the importance of different conceptions of knowledge in different forms of rule, different forms of government. And I think that, in a way, the traditional model of power as domination that you see in social democracy and, to some degree, in the Soviet model, presumed a very narrow understanding of power as knowledge as scientific knowledge based on scientific laws that could be codified, that could be centralized, that all other knowledge was myth or gossip or, you know, was kind of subordinate and not in any sense important. Now, in the women's movement, we developed these forms of organization called consciousness-raising groups, maybe a little bit like the circles of Podemos, maybe also like shop stewards' movements. I mean, there are many different forms where we were sharing practical knowledge, knowledge that was dismissed as gossip or women's talk or emotional. Actually, when we shared it, when we discussed it, when we discussed our experiences, things that we often didn't talk about, tacit knowledge, we found that we had many problems in common. It helped us understand structural problems for which we then needed scientific and historical research to develop and make more coherent those intuitive, emotionally rooted, embedded insights. And I mean, similarly, and that, well, out of those consciousness raising groups, we developed policies for the health service, policies for local authorities to provide women's centres. All kinds of practical policies came from combining this practical, tacit knowledge, which comes from sharing knowledge. And in a way, sometimes we discuss horizontality and so on in a rather abstract way. Well, to me, one of the important things about horizontality is not some abstract political correctness, but that it's through that kind of collaboration with each other that we learn that different kinds of knowledge are brought together. I mean, I worked with trade unionists working in the workplace, shop stewards, as we call them in Britain, and they would organize horizontally across factories in one company. And in one case, they use that organizational power not just to refuse redundancies and factory closures, but they developed a kind of idea of an alternative by asking all their members, particularly under the encouragement of Tony Benn, who was Minister of Industry. A good example of the combination of the political and the movements from below, to look at what alternatives they could produce. And they produce all kinds of ideas, again, often tacitly, through designing alternatives, not writing long documents, but saying, here is an example of an ecological energy-saving machine or a new kind of transport system or a new kind of health equipment for people with kidney problems. So all these alternatives came out of this idea of sharing knowledge and of illustrating practical, tacit knowledge in political kinds of ways. So in a way, it's a kind of politicization of practical knowledge and of the creativity that lies with the mass of people and that requires new forms of organization to realize and express that kind of creativity. Now, I think this has got many different sorts of implications. I think it's got implications for the kind of state that we want to create. And again, I think, you know, that kind of state can be created and struggled for here and now, you know, in the present, in our resistance. For example, I've been doing a lot of work following the resistance to privatization, privatization of water, privatization of energy, privatization of bloody everything. You know, in Britain, it's like the privatization of the health service,
you know, soon it'll be the privatization of air, you know, everything is being privatized. But in that resistance, the struggles that win, from what I've observed, not only, but the struggles that have been most successful have been those where the workers working with communities are saying, no, we don't want profit and private gain to determine and shape our public services. We want the common good. We want our public needs to be the driver, the mechanism that drives these services. But at the moment, those services are not. We don't want to defend the status quo. Those services are not responsive to public need, because in a way, representative democracy as it is, as Chantal put it, post-democracy, is so weak, is so unable to control, to creatively to creatively organise public services in response to the needs of the people. So these struggles for privatisation, I call them transformative resistance, because it's involved workers, trade unions becoming ways in which workers can share their knowledge, so share their knowledge about how a service could be better organised to meet the needs of the people. I mean, workers are always citizens, so they and themselves in their lives and their through their families, but also through new ways of organising, new linkages with the community, can bring together the kind of practical knowledge which is needed to change public services. So, you know, in Uruguay, for example, the movement to defend public water linked up with farmers, with communities, and built a movement to defend water as a commons, but also to attack corruption and to attack the both corrupt and often bureaucratic way in which water, inefficient ways from a public point of view, in which water was sort of organised. So I think understanding this notion of power as transformative capacity, requiring the power of the state, is crucial to thinking about a new kind of state. I think it also implies understanding where the state can act and where this collective transformative capacity can act. There's sort of distinct roles. And I got involved in the government of London before Mrs. Thatcher abolished it. She didn't like this new approach, so she said it must be abolished, which we have no, unlike you, we've got no constitution in Britain, so that kind of thing can just happen. Anyway, before that, we did manage to do some things, and what we learned is that, say, in relation to planning, you know, city planning, which is obviously a big issue here in Berlin and everywhere else, we needed the state to stop capital. So inner city London was being, you know, more and more sort of taken over by speculative corporate capital. And there were big campaigns, local communities coming together saying not only no, but here is our alternative for the development of this locality in the interests of the people, with housing, small enterprises, river walks, you know, making the most of the Thames and all these kinds of things. But we needed the Greater London Council, the Government of London, to say no, to block capital, to use its powers of compulsory purchase, all sorts of legal powers that the state had that we didn't have as movements, to block that power of capital. And then the Greater London Council, instead of saying, OK, we've got rid of capital, now we, the state, will plan this community. Instead, we said, no, we must share power. The local people have got the practical knowledge. They know what they need, and they've come together to develop this plan, an alternative. And so we then gave them resources, brought together some expertise, but they then sort of developed that kind of plan. So we're talking about a combination of state power and popular power. And this also, I think, has implications for the nature of the party that can combine these different kinds of power. I mean, you have had other discussions about the party, so I'll just say one thing that I would argue, and I wish we had a party like Die Linke in the UK, so maybe Christina and Bert can come and help us create such a party. But I think what I've learned from talking to many of you is that what's important, and Die Linke, I think, with the Rosa Luxemburg, is following this principle, is that the new kind of party that is able to give expression and support and recognise the transformative power of movements, recognise movements not simply as protest movements or lobbying movements or movements in the streets, but movements that are creating alternatives here and now, is that party is not just a party of a
of developing a program and propagating the program. It's a party of investigation, of finding out what is beneath the streets, of finding out what is beneath our feet. Our poet, William Blake, I think in the 16th century, anyway, he had a wonderful concept of building Jerusalem here, now, beneath our feet. And I think that's a little bit of a lyrical, old-fashioned idea, but I think it's in practice. What a party needs to do is to, you know, so many of the alternatives that people are creating, if you just think in your community, when you get to know people, you find there are already all sorts of alternatives people are creating through their neighbourly relations, through their family relations, which are often completely marginalised. The municipality isn't interested. Nobody's supporting those often fragile developments. And I think if we have a party that brings to light, that identifies, researches, investigates those alternatives and then amplifies them, gives them a platform through, you know, like your magazine Transform, it's what we try and do with Red Pepper, give a platform to these movements so other movements can recognize their allies and make connections, because that connectedness, that what Chantal called chain of equivalence, isn't just about demands, it's about interconnections, sort of, in a way, reversing the chains of capitalist reproduction to the chains of effectively socialized, democratic production. So we need a party that can do that and then identify with those movements what kind of political action, what state action is needed to enable those transformative visions to be put into practice. So I must end, and I will. So I think that I'd hoped Giorgos would go before me, but I feel completely, you know, I lose sleep at the moment worrying about Syriza, because for me, and I've been to Greece a little bit and met people fighting water privatization and feminists and people in the party, and for me, Syriza represents, you know, that model of combining a real roots in the social movement, a real kind of recognition that, you know, the party's job, when the party went to Syntagma Square in 2011, it wasn't to say, you know, here's the party, join the party, or, you know, this is what you should be doing. It was to listen, it was to try and interconnect the struggles expressed on the square, and then through the party to give a voice to those struggles, and then gain the power over the state to actually give backing and support. And we've got to do everything we can, every possible, you know, just stay awake at night and think what initiatives can be taken together and across Europe to support Syriza and to make that an example. I mean, that's why the elites are so shit scared, you know, that's why. It's not just because of Syriza's debt and all that business, but it's actually because Syriza represents an alternative. When we were doing the Greater London Council, Mrs. Thatcher's right-hand man, Norman Tebbit, he said in a speech in America, he thought nobody in England was listening, he said, this is the modern socialism, and we must kill it. And that's what they're trying to do in Greece. And also that's what they're trying to do in England with their reaction to the Scottish National Party. And we must really stop it and support Syriza. Vielen Dank, Hilary. Ich hoffe, ihr teilt meinen Eindruck, dass ich fand, dass der Einstieg in die Diskussion über die zukünftige Gesellschaft und den Sozialismus der Zukunft angemessen ist, wenn wir zunächst auf die Fähigkeiten der Transformation und unser eigenes Wissen über die Möglichkeiten der Transformation unter uns und unter unserem Asphalt den Blick hinlenken. Jetzt würde ich zu meiner Rechten Bernd Rixinger das Wort geben und bitte. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste. Ich möchte mich zwei Fragen widmen. Erstens, warum brauchen wir überhaupt Vorstellungen von einer Transformation, also quasi von Übergangsvorstellungen in eine andere Gesellschaft? Und zweitens, dann ein paar Vorschläge machen, wie diese Transformation aussehen kann. Natürlich nur beispielhaft und exemplarisch und anknüpfend an das, was wir auch in unserem Manifest schon formuliert haben. Warum brauchen wir also Transformationsvorstellungen? Karl Marx hat sich immer geweigert, konkrete Vorstellungen über den Sozialismus zu formulieren. Er hat noch gesagt, Kommunismus
ist die Bewegung, die wirkliche Bewegung, die den jetzigen Zustand aufhebt. Damit hat er natürlich vollkommen recht. Und er hat sich deshalb geweigert, weil er gesagt hat, die Menschen müssen eigene Vorstellungen entwickeln. Wir können nicht irgendwie einen Katechismus machen, was ist der Sozialismus, sondern die Bewegung, die gegen den Kapitalismus vorgeht, muss diese Vorstellungen entwickeln und sie selber erarbeiten oder sie auch selber erkämpfen. Und er hat natürlich sich auch geweigert, dass man einfach Luftschlösser an die Tafel malt und sagt, so haben wir Vorstellungen von einer heilen Welt und von Utopie und jetzt gucken wir mal, wie wir die machen, sondern er hat immer darauf bestanden, man muss die Verhältnisse, in denen wir leben, die muss man analysieren, die Entwicklung der Produktivkräfte, die Entwicklung der Klassenauseinandersetzungen, man muss an denen anknüpfen, weil er eben der Überzeugung war, das ist der Ausgangspunkt für die Vorstellungen, die den jetzigen Zustand aufheben. Also, aber er hat nicht gesagt, und das, da bleibe ich dabei, vielleicht hat er es weniger gesagt, weil er auch am Anfang vom Kapitalismus analysiert hat. Wir könnten ja ein bisschen optimistisch sagen, vielleicht sind wir schon in der Endphase, in der Erschöpfung des Kapitalismus, obwohl er sich ja immer als zäher erweist, als man dann denkt. Wir sind mehr gezwungen, konkrete Vorstellungen zu entwickeln, die eine Orientierung auch geben für die konkreten Auseinandersetzungen. Ernst Bloch war da ein bisschen weiter. Er hat gesagt, er hat den Begriff konkrete Utopie entwickelt als Kritik des Utopismus, also der Luftschlösser auf der einen Seite, aber auch als Rettung des Gedankens der Utopie. Er hat gesagt, er hat kritisiert praktisch, dass man so einen idealen Gesellschaftszustand ausmalt, hat aber gleichzeitig gesagt, wir brauchen Vorstellungen, die über das Jetzt hinausweisen und die uns, die praktisch dem einen Untergrund geben, dass die Bewegung den jetzigen Zustand aufhebt. Er hat, ich sage es mal in seinen Worten, gesagt, konkrete Utopie meint eine Zielperspektive, die gemeinsame Praxis wird, einen Prozess der Verwirklichung, in dem die näheren Bestimmungen des Zukünftigen tastend und experimentierend hervorgebracht werden. Also immer die politische Praxis, das Tun der Leute im Vordergrund, in Verbindung des Jetzigen mit dem Möglichen. Auch wenn Marx sich ein bisschen geweigert hat, hat er doch ein paar Punkte und Kriterien genannt, die für einen Sozialismus wichtig sind und die, glaube ich, auch heute noch für uns wichtig sind. Dazu gehört, dass er gesagt hat, gesellschaftlich und demokratisch koordinierte Produktion mit Gemeineigentum der Produktionsmittel. Er hat auch Genossenschaften formuliert, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Dann hat er gesagt, neue Ökonomie der Zeit. Wir müssen quasi die Warenproduktion durch eine neue Ökonomie der Zeit ablösen und Bedingungen dafür schaffen, dass Selbstbestimmung möglich wird, eine ganz neue Lebensweise der Menschen, eine völlige Umwälzung des Alltags. Und er hat darauf verwiesen, dass wir ja mal ein Experiment hatten, schon zu seiner Zeit, nämlich die Pariser Kommune. Und da hat er insbesondere die Räteorganisation der Pariser Kommune gemeint und er hat gesagt, ihr Philister, wenn ihr wissen wollt, was der wirkliche Sozialismus ist, schaut doch auf die Pariser Kommune, da habt ihr den wirklichen Sozialismus und vielleicht werden wir auch ganz gut beraten, da mal ein bisschen zurückzuschauen. Es ist ja viel auch über Populismus diskutiert worden, aber ein Begriff der Pariser Kommune hat sich mir schon eingeprägt. Es ist Sache der Wähler, ihre Politiker zu kennen und nicht der Politiker sich erst vorzustellen. Damit war eine andere Vorstellung von Demokratie gemeint. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, viele Kommunisten und Sozialisten haben den Satz von Karl Marx, der gesagt hat, die freie Entwicklung eines jeden Einzelnen ist die Grundbedingung für die freie Entfaltung aller. Diesen Satz haben, glaube ich, viele Sozialisten immer umgekehrt gelesen. Ja, indem er quasi das Kollektiv in den Vordergrund gestellt hat. Marx hat aber immer das Individuum in den Vordergrund gestellt und hat gesagt, es kommt auf die freie Entfaltung eines jeden einzelnen Menschen an und wir müssen gesellschaftliche Voraussetzungen schaffen, dass diese freie Entfaltung
für alle möglich ist. Das ist eine andere Herangehensweise. Und damit komme ich auch noch auf eine weitere Notwendigkeit. Wir könnten es uns ja viel leichter machen, wenn wir dieses Experiment oder diesen sowjetisch geprägten Sozialismus nicht gehabt hätten. Aber wir haben ja schon einen Sozialismus gehabt, oder andere sagen, das war keiner. Das soll aber jetzt hier auch gar nicht Gegenstand der Auseinandersetzung sein, sondern wir können es uns nach dieser ganzen Zeit nicht so einfach machen. Und auch nach dem Scheitern dieses Projektes zu sagen, wir entwickeln keine Vorstellungen. Und ein paar Lernprozesse haben wir ja vielleicht auch formuliert schon, hat die Linke formuliert, nämlich dass gescheitert ist die dirigistische Organisation der Arbeit und vieler gesellschaftlicher Bereiche, eine zentrale Wirtschaftsplanung, die die Erfahrungen, Kreativität und Eigeninitiative der unmittelbaren Produzenten leugnet, kann nicht funktionieren. Vielleicht kann sie Entwicklung nachholen, aber sie kann eine moderne Gesellschaft kaum organisieren. Und auch die Frage der Diktatur einer vermeintlich revolutionären Avantgarde und die Herrschaft einer Partei. Ich glaube, eine ganz wichtige Lehre aus dieser Zeit ist, Sozialismus kann ohne Demokratie nicht funktionieren. Es ist eine Einheit von Sozialismus und Demokratie, und Verstaatlichung alleine, also eine verstaatlichte gesellschaftliche Organisation, ist noch kein Sozialismus. Und das Bild vom neuen Menschen, dass man ein Bild hätte vom neuen Menschen und den man jetzt formen muss, glaube ich, wäre heute für eine Sozialismusvorstellung auch nicht mehr angemessen. Das hat Gramsci, glaube ich, ganz gut formuliert, Marx auch, indem sie gesagt haben, die Menschen verändern sich durch ihr Tun und durch die Aneignung der Gesellschaft. Und der Mensch formiert sich, indem er die Gesellschaft organisiert. Und im Sozialismus verändern wir uns wie immer durch die praktische Tätigkeit und die konkrete Aneignung. Und es gibt nicht irgendwelche Leute, die wissen, wie der neue Mensch aussieht und wie man ihn schafft. Ja, das ist ein falsches Menschenbild, weil der Mensch ist eben das, was er tut, und dass er in der Auseinandersetzung mit der Natur und mit der Gesellschaft sich Natur und Gesellschaft aneignet und dort ein tätiger Mensch ist. Das sind wichtige Prinzipien, weil es um die Emanzipation geht der Menschen und nicht einfach um ein übergestülptes Modell. Aber gescheitert ist auch der Weg der Sozialdemokratie, die gemeint hat, ohne grundsätzlich Eigentumsverhältnisse, Produktionsverhältnisse ändern zu müssen, könnte man Schritt für Schritt praktisch eine andere Gesellschaft schaffen. Ich meine, heute wollen sie ja gar keine andere mehr schaffen, aber früher hatten sie ja auch quasi den Sozialismus in ihren Vorstellungen. Sie haben dadurch mit diesem Schritt für Schritt durchaus sozialstaatliche Errungenschaften erreicht, aber der Neoliberalismus zeigt ja ein Stück weit, wenn man die ökonomischen Machtverhältnisse und Eigentumsverhältnisse nicht verändert, wirken sie natürlich als politische Macht immer wieder zurück. Ja, und sie drehen quasi auch bereits erreichte Standards wieder zurück. Und das erleben wir gerade im Neoliberalismus, und die Sozialdemokratie erweist sich im Prinzip als völlig unfähig, diesem Problem ins Auge zu sehen. Also sozialistische Vorstellungen müssen immer darauf abzielen, auch bestehende Macht- und Eigentumsverhältnisse und Produktionsverhältnisse umzustoßen und grundsätzlich zu ändern, sonst wird sich eben grundsätzlich nichts ändern. Und natürlich das Beispiel, dass heute die Sozialdemokratie darauf verzichtet, die Umverteilung von Reichtum und Vermögen überhaupt noch zu denken, nicht einmal mehr bei der Erbschaftssteuer, ist natürlich eine Bankrotterklärung für jeden neuen Ansatz, weil ohne Umverteilung gibt es keine Reformspielräume. Wir haben noch den sozialdemokratischen Intellektuellen Wolfgang Streeck, der erstaunlicherweise, weil er einer mit der Väter der Agenda 2010 war, jetzt gesagt hat, der Kapitalismus wird demnächst zusammenbrechen. Und zwar, weil er angesichts der Krise des Wachstums, vieler Schulden und keiner funktionierenden sozialen Ordnung keine Perspektive hat. Aber er sagt,
Und das macht es ein bisschen verdächtig. Wir brauchen keine Alternative. Es reicht, wenn er zusammenbricht. Und das glaube ich jetzt nicht, sondern wir brauchen in der Tat eine Alternative. Ich glaube nicht an automatische Zusammenbrüche. Vorher wird es, glaube ich, eher desaströse, destruktive und vielleicht auch barbarische Prozesse geben. Also die Linke muss sich schon die Mühe machen, ein paar Vorstellungen zu entwickeln. Und wir sind als Linke natürlich gefordert, hier vorantreibender Teil zu sein und das auch in unsere Praxis umzusetzen. Jetzt ein paar dieser Vorstellungen. Es wird nicht verwundern, dass ich als Gewerkschafter und insofern auch Traditionalist erstmal einen Blick auf die Lohnarbeit wende. Es gibt natürlich in der Linken auch immer wieder Debatten, immer die Lohnarbeit und Arbeit ist ja mehr, aber im Kapitalismus ist sie doch konstituierend. Und auch Änderungen ohne Änderung der Produktionsverhältnisse wird wahrscheinlich ohne die Produzenten kaum funktionieren. Also wir müssen nicht nur, weil es eine Mehrheit der Bevölkerung ist und die Leute gezwungen sind, ihre Arbeit zu verkaufen, müssen wir ein bisschen den Blick darauf werfen und darauf kann die linke Partei natürlich nicht verzichten. Und jetzt mag das ein bisschen banal klingen, aber der Kapitalismus im neoliberalen Zeitalter hat quasi desaströse Deregulierung der Arbeitskraft organisiert mit permanenter sozialer und existenzieller Unsicherheit und einer großen Spaltung, Marginalisierung und Prekarisierung. Und deswegen muss im Kern eine transformatorische Position auch Selbstverständlichkeiten formulieren. Wir müssen quasi definieren, dass Arbeit existenzsichernd sein muss, dass die Menschen ihre Zukunft planen können müssen und nicht in ständiger Unsicherheit leben, dass grundsätzlich der Lohn vor Existenzangst und auch vor Angst, im Alter arm zu werden, schützen muss. Arbeit darf nicht krank machen, Arbeit und Arbeitszeit müssen so gestaltet sein, dass Leben und Arbeiten in Einklang zu bringen sind. Und da glaube ich, ist ein ganz wichtiger transformatorischer Ansatz, ist immer die Auseinandersetzung um Zeit. Wir hätten heute im entwickelten Kapitalismus die Voraussetzungen, locker vom Hunger mit 4 bis 6 Stunden Arbeitszeit bequem auszukommen. Und es ist im Prinzip ein Skandal, dass die Menschen teilweise 8, 10 oder 12 Stunden am Tag arbeiten müssen, oftmals nicht mal genügend Lohn haben. Die Arbeit, die Auseinandersetzung um Zeit ist deshalb immer was, was den Rahmen der kapitalistischen Produktion auch sprengt, weil es dem Kapital immer darauf ankommt, über die Zeit der Menschen zu verfügen und sie auch zu kontrollieren. Das hat eine ökonomische Seite, hat aber auch eine Herrschaftsseite. Es ist völlig klar, wenn die Menschen über mehr selbstverfügte Zeit verfügen, können sie die auch zu ihrer eigenen Emanzipation nutzen. Und sie eignen sich, haben auch Zeit dafür, sich eine eigene Kultur anzueignen und sie ordnen sich nicht einfach so Herrschaftswünschen der anderen unter. Und deshalb glaube ich, ist eine moderne Auseinandersetzung um die Zeit, die durchaus zeigt, die Zeit kann vielmehr um das Leben der Menschen kreisen und um ihre Bedürfnisse als um die Unterordnung unter die Arbeit, ist grundsätzlich ein Fortschrittsprojekt für die Linke und wir sollen da vorantreibender Motor werden, auch wenn die Gewerkschaften in dieser Frage etwas schwächeln. Ja, müssen Sie tun. Und vielleicht zur Arbeit, ich habe jetzt ein bisschen mehr, aber ich merke, mir läuft die Zeit davon, vielleicht nachher in der Debatte. Natürlich muss eine neue Organisierung der Arbeit nicht nur diese Selbstverständlichkeiten beinhalten, sondern wir haben heute ein wachsendes Bedürfnis der Menschen auf Selbstbestimmung und selbstorganisierte Arbeit, auch in der gesellschaftlichen Arbeit. Also quasi die Position, die gesellschaftliche Arbeit machen wir irgendwie und dann haben wir mehr Zeit und können uns entfalten, ist, glaube ich, nicht haltbar, sondern die Menschen wollen auch mitbestimmen, ihre Arbeit selbst organisieren, befriedigend zu gestalten in dem eigentlichen Produktions- oder Dienstleistungsprozess. Und deshalb muss eine Neuorientierung der Arbeit eine große Demokratisierungsinitiative sein, mit mehr Mitbestimmungs- und Selbstbestimmungsrechten der Menschen.
und natürlich auch Vetorechten über ihre Arbeitsbedingungen, über ihre Möglichkeit, miteinander zu kooperieren und auch über die Frage des Was, wie und wofür der Produktion langsam aber sicher selber in die Hand zu nehmen. Deshalb muss die Linke neben diesen Demokratisierungsperspektiven auch die Initiativen für belegschaftseigene Betriebe, für Genossenschaften und für andere Kooperativen massiv unterstützen. Ein Prozess, der in Deutschland noch weit unterentwickelt ist, aber in anderen Ländern schon weiter ist. Also ich habe sehr bedauert, dass bei Opel in Bochum einfach die Schließung hingenommen wurde und man nicht gefordert hat, genossenschaftlicher Mobilitätsbetrieb mit staatlicher Unterstützung und ökologischer Mobilität. Das wäre die Alternative zum Sozialplan gewesen. Genauso bei Schlecker oder anderen. Zweiter Punkt. Hillary hat es schon angesprochen, der Neoliberalismus versucht, alles in Waren umzuwandeln. Die Luft, das Wasser, die Versorgung mit menschlichen Gütern, mit Gesundheit und vielen anderen Dingen. Und die Entsprechung war natürlich die riesen Privatisierungsoffensive in allen Ländern. Ihr könnt da davon ein Lied singen, aber auch bei uns. Viele wissen nicht, dass bei uns schon ein Drittel der Krankenhäuser privatisiert sind, in privater Hand sind. Und in diese Bereiche sind dann immer mehr Elemente von Markt, Wettbewerb und Profitorientierung eingezogen. Und ich glaube, die Linke muss zwei Dinge hier als wichtige Transformation sehen. Sie muss den öffentlichen Sektor stärken und ausbauen. Und sie muss dem Versuch, diese Bereiche in Wert zu setzen, also Gesundheit, Bildung, der Profit und den Mehrwert zu unterordnen, muss sie hart bekämpfen, diese Prozesse ausbauen, also mehr Betriebe in den öffentlichen Sektor wieder reinzunehmen. Und sie muss insbesondere dafür sorgen, dass dieser Bereich bedarfsorientiert organisiert wird. Also ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass mein Kind wettbewerbsfähig erzogen und dass Kranke und Alte profitorientiert gepflegt werden. Aber das Prinzip der Bedarfsorientierung und der Gemeinwohlorientierung ist ein grundsätzlicher Gegenbegriff zur kapitalistischen Mehrwertproduktion. Und deswegen ist die Stärkung dieses Bereiches ein ganz wichtiger Ansatz. Und die Menschen machen ja auch ein Stück weit mit, indem sie die Rekommunalisierung der Stromnetze und vieles andere fordern. Und sagen wir mal, unser Idealbild wäre doch hier ein öffentlich betriebenes Stadtwerk, dezentrale Energieproduktion in Bürgerhand, demokratisch kontrolliert. Ja, das wäre das Gegengewicht zu diesen Energiemultis, die wir hier haben. Dritter Punkt, sozialökologischer Umbau. Der Unterschied zum grünen Kapitalismus, der ja davon ausgeht, mit höherer Energieproduktivität und Korrekturen bei den Folgen würde irgendwas mit Ökologie zu tun haben. Da ist, glaube ich, das Prinzip des Kapitalismus nicht begriffen. Der Kapitalismus externalisiert quasi seine sozialen Kosten auf die Gesellschaft und seine ökologischen Kosten auf die Natur. Deswegen ist grundsätzlich kapitalistische Inwertsetzung und kapitalistische Mehrwertproduktion mit Ökologie nicht vereinbar. Das muss die Linke, glaube ich, immer wieder deutlich machen. Und deswegen wird natürlich Ökologie und die Frage des Klimawandels Dinge, die quasi zu Überlebensfragen der Menschheit heute geworden sind, muss natürlich Eingang finden in die linke Programmatik. Und sie darf nicht den Fehler machen, nur die Folgen regeln zu wollen, sondern wir müssen schon die Produktion selber ökologisch betreiben, indem wir ökologische Kreislaufproduktion anstreben und erstmal ressourcenschonende Kreislaufproduktion machen, wo grundsätzlich nicht mehr Stoffe
der Natur entnommen werden, ja, wie ihr zugesetzt werden. Dieses Prinzip greift natürlich massiv in das bestehende Produktions- und Lebensmodell ein. Ja. Was die Grünen niemals wagen, weil sie ja einen Pakt mit der Kapitalseite machen. Ich mache es mal an dem Beispiel der Joghurt-Konsumierung. Es ist völlig unsinnig, den gleichen Joghurt in Garmisch-Partenkirchen und in Flensburg zu haben, und der wird dann 1000 Kilometer durch Deutschland transportiert mit einem Riesenausstoß. Das hat nur zwei Gründe, weil wir Riesenkonzerne haben, die eine Massenproduktion loswerden wollen, und Rieseneinzelhandelskonzerne, die quasi eine Einkaufsmacht haben und überall den gleichen Joghurt verkaufen wollen, eben in Flensburg und Partenkirchen. Es wäre viel besser, den Joghurt, der die gleiche Qualität hat, sowohl in Flensburg wie in Garmisch-Partenkirchen zu produzieren und dort auch zu konsumieren. Aber damit muss man natürlich bestimmte Konzernstrukturen zerschlagen. Wenn man das nicht will, kann man auch keinen sozial-ökologischen Umbau hinbekommen. Das scheint mir ein zentraler Punkt zu sein. Allerletzter Punkt ist die Frage der Demokratie. Ich habe die Frage der Demokratie immer unterschätzt. Ein großer Fehler von mir immer. Ich glaube aber auch, dass die Erfahrungen jetzt von Podemos und anderen ganz wichtig sind, dass wir die Frage der Demokratie, der direkten Demokratie und der Demokratisierung aller Lebensbereiche in den Mittelpunkt unserer Politik stellen müssen. Das kommt auch von dem Menschenbild, das ich am Anfang skizziert habe. Sozialismus heißt im Prinzip Aneignung der gesellschaftlichen Produktion und des Lebens durch die Menschen selber. Das geht nicht allein durch die repräsentative Demokratie, wobei wir die auch stärken müssen, da tue ich Chantal Mouffe durchaus zustimmen, also alleine horizontal wird es nicht gehen, aber wir müssen quasi alle Ansätze der Selbstorganisierung, der Demokratisierung aller gesellschaftlichen Bereiche, der öffentlichen Bereiche, der Produktion, der Kooperation miteinander, den Bereich in der Kommune, wo ein Zentrum der Demokratie ist, ins Zentrum unserer Politik stellen. Da geht es natürlich auch um Wirtschaftsdemokratie. In meiner Jugend gab es eine gute Karikatur, da stand drauf, war eine Fabrik, da rauchten die Schlote, und da stand dann drauf, hier endet der demokratische Sektor der Bundesrepublik Deutschland. Und natürlich müssen linke Demokratisierungsvorstellungen ein Schild haben, hier endet der demokratische Sektor nicht, sondern wir sind dafür, dass er hier beginnt und sich in anderen Bereichen fortsetzt. Und deswegen diese verschiedenen Linien, die ich jetzt kurz skizziert habe, da gehört natürlich dazu noch Friedenspolitik, ganz wichtig für uns, Krieg kann niemals akzeptiert werden, aber Krieg wird nicht verhinderbar sein ohne die Herstellung einer gerechten Weltwirtschaftsordnung. Und deswegen müssen wir natürlich diese Vorstellungen verbinden von einer gerechten Weltwirtschaftsordnung ohne Krieg und ohne Waffenexporte. Und natürlich müssen wir in Europa damit anfangen und dürfen nicht zulassen, dass dort immer mehr Menschen ausgegrenzt und ihrer demokratischen Rechte beraubt werden. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Bernd. Ich gebe zu, dass der Sozialismus in 15 Minuten auch keine einfache Aufgabe ist. Von Jorge, das sozialistische Europa vielleicht in 15 Minuten. Okay, ich werde versuchen, also mich in den 15 Minuten einzuhalten. Und ja, nach der sehr emotionalen Einleitung von Hillary und die sehr ideologisch geprägte und pragmatische Weiterleitung, also von Bernd, werde ich versuchen, jetzt von einer fast verkörperten Erfahrung zu sprechen, von unserer Erfahrung in Griechenland in der letzten Zeit, ohne mich wiederholen zu müssen. Ich hoffe zumindest, dass ich mich hier jetzt nicht wiederhole, weil ich war ein paar Tage schon an Diskussionen hier beteiligt. Das Thema, was wir hier versuchen zu erläutern, ist eigentlich ja,
das Thema, die wichtigste Aufgabe für die linke Bewegung, für die linke Parteien und auch für jeden von uns persönlich. Genosse Floch hat gestern gesagt, Griechenland und Syriza ist ein Laboratorium. Das stimmt. Gleichzeitig war Griechenland und Syriza auch ein Versuchskaninchen, wo wirklich ausgeübt wurde, wie tief man in einer Krise gehen kann, wie viel man da an Demokratierechte und insgesamt an Kürzungen ausprobieren kann. Wir sind aber jetzt in der Phase, wo wir wirklich nur von der anderen Seite, von der positiven Seite sprechen können, das heißt auch von einem positives Laboratorium. Wir waren bis vor kurzem waren wir eine ganz kleine linke Partei. Trotz allem aber haben wir eine sehr interessante, zum Teil auch eine sehr heftige programmatische Diskussion geführt. Das war mitunter ein guter Zufall, wenn ich das so nennen darf, das sehr viel dazu beigetragen hat, dass wenn dann die Krise gekommen ist und unser programmatischer Vorschlag quasi die Alternative dazu war, dass wir die griechische Bevölkerung von dieser Alternative eben überzeugt haben, das Vertrauen gewonnen haben und dazu haben wir auch, damit haben wir auch die Wahlen gewonnen. Wie haben wir diese programmatische Diskussion geführt? Weil ich glaube, es ist ein interessanter und wichtiger Aspekt in unserer Diskussion, weil ich stimme bei allem zu, was Bernd gesagt hat. Aber die Frage ist, wie macht man das? Wie kommuniziert man erstens einmal unter sich selber, innerhalb der Linken, innerhalb einer linken Partei und wie kommuniziert man auch das mit der betreffenden Bevölkerung? Über welche Wege, über welche Methoden, über welche Strukturen? Als wir eben noch klein waren und diese programmatische Diskussion eröffnet haben, wurde öfters uns gesagt, okay, eine ganz kleine Partei wird da, was weiß ich, über den Sozialismus sprechen und so eine großzügige Diskussion eröffnen. Wir haben das folgenderweise gemacht. Partei, wie fast alle linke Parteien, haben die diverse Abteilungen, nicht nur im Zentralkomitee, sondern sozusagen auf der ganzen Parteipyramide. Und jede Abteilung hat die Aufgabe gehabt, in ihrem eigenen Bereich programmatische Vorschläge auszuarbeiten. Wir haben das in Zusammenarbeit mit allen Betreffenden gemacht. Das heißt, wir sind unten also zu den Menschen gegangen, die sich erstens damit beschäftigen, die davon auch betroffen sind, je nach Bereich, und in öffentlichen Diskussionen, Veranstaltungen diese programmatischen Ansätze diskutiert. Dieser Vorgang wurde nicht beendet, weil inzwischen sind ja die Wahlen gekommen und sind wir jetzt gezwungen, gleichzeitig mit dem Regieren, wenn ich das so sagen kann, diese programmatische Diskussion weiterzuführen. Die Tatsache, dass wir jetzt an der Regierung sind, erschwert diese Diskussion und diese Abläufe. Wir machen es aber trotz allem weiter. Zu was hat das dazu geführt? Das betone ich noch einmal, sich die betroffene Bevölkerung oder die Leute, die wir damit angesprochen haben, weil unsere programmatischen Ansätze sind sehr klassenbezogen, haben sich erstens einmal haben ihre Geschichte sozusagen in dieser Diskussion gesehen und dadurch wurde sozusagen Syriza als Alternative sehr gestärkt. 2011 haben wir in Saloniki einen Teil von diesem Programm der griechischen Öffentlichkeit vorgestellt. Und wir haben damals schon gesagt, dieses Programm, was wir da vorstellen,
ist nicht das, was wir wollen, sondern das, was wir können. Und von diesem Moment aus hat sich die Diskussion innerhalb der griechischen Öffentlichkeit und der griechischen Bevölkerung sehr gestärkt, weil wir ganz präzise, aber auch klassenorientiert waren. Wir haben auch konkrete Maßnahmen vorgeschlagen. Da war die Krise schon da und wir haben da konkrete programmatische Punkte auf den Tisch gelegt, wie wir aus der Krise rauskommen, in vier Pfeilen, wenn ich mich richtig erinnern kann, wie man sozusagen aus der humanitären Krise rauskommt. Und auf einmal hat sich die Diskussion insgesamt in Griechenland verändert, weil bis dahin von keiner Partei, nicht auch einmal von den anderen linken Parteien, stünde eine programmatische Diskussion an die Öffentlichkeit und zu fragen. Und somit sind wir auch in den Wahlkampf gegangen. Was war die große Überschrift von diesem Programm? Also ein neues gesellschaftliches und Produktionsprogramm zum Wiederaufbau eigentlich des Landes, wo das Endziel ein demokratischer Staat, ein viel sozialer Staat und schlussendlich der Sozialismus stünde. Steht auch drin. Bernd hat recht, wenn er meint, dass ohne die, also wirklich kräftige gesellschaftliche Veränderungen können nicht passieren, wenn man die Kräfteverhältnisse nicht ändert. Und wenn man jetzt das Laboratorium Griechenland genauer betrachtet, was die Opfer dieser Krise sind, dann wird diese These wirklich bewiesen. Die Hauptopfer der Krise in Griechenland, auch Hauptopfer dieser sogenannten Hilfsprogramme in Griechenland, ist die Demokratie und die Umwelt. Erst nachher kommen die Rechte der Bevölkerung, die Einkommensverluste und so weiter. Und gerade diese zwei Punkte muss jetzt die Syriza-Regierung, die wirklich mit dem Rücken zur Wand steht und gleichzeitig um zu überleben kämpfen muss, eins gegen all anderen, genau auf diese zwei Ebenen versuchen, die Sachen wieder erstens einmal zu korrigieren und wieder aufzubauen. Ich darf ein paar Beispiele nennen. Wir haben in Nordgriechenland, in Chalkidiki, ist sicher hier bekannt, wird jahrelang ein sehr großer Streit geführt rund um eine Goldmine, wo in dieser Geschichte drin beide diese sozusagen Bereiche stehen, sowohl die Demokratie-Sache als auch die Umweltfrage. Inwiefern die frühere griechische Regierung hat dieses Landstück einer ausländischen Konzernfirma quasi zur Verfügung gestellt, geschenkt, ohne jeglichen demokratischen Entscheidungen, das heißt, wurde da eine sehr starke Privatisierungsmaßnahme. Das heißt, Ressourcen wurden enteignet und gleichzeitig die Art, wie dort Gold gewonnen wird, ist dermaßen umweltschädlich, dass nachher diese wunderbare Region, die auch vom Fremdenverkehr lebt, ihre Grundlage, ihre Lebensgrundlage dort verliert. Eine sehr starke lokale Bewegung hat dagegen ständig gekämpft. Syriza war sehr involviert in dieser Auseinandersetzung. Und gerade jetzt, diese sehr symbolhafte Bewegung in Griechenland wird als noch ein zusätzliches Druckmittel auf die Syriza-Regierung. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen, die erste große Gegendemonstration in Griechenland. Die Belegschaft von dieser Goldmine haben angeblich gestreikt, zwei Tage war kein Streik, weil sie haben ihren Lohn weiterbekommen. Mit Kosten des Konzerns sind sie nach Athen gebracht worden, haben in Athen demonstriert. Die Kommunistische Partei natürlich hat sie unterstützt, nicht interessanterweise. Und wird jetzt sozusagen
okay, dieser Kampf ausgeführt, wird dieses Vorhaben zurückgelegt, 2000 Leute werden arbeitslos. Kann sich das eine linke Regierung sozusagen leisten, gerade in diesem Rahmen? Und da fängt jetzt wieder eine Diskussion wieder um die Demokratie und auch um die Umwelt. Deswegen habe ich euch dieses konkrete Beispiel genannt. Wenn man es nicht schafft, ein Land autark aufzubauen, und das Hauptanliegen von unserem Minimumprogramm jetzt ist, das Land wieder so zu organisieren, dass zumindest es auf dem Lebensmittelbereich wieder autark wird, wie es einmal war, weil Griechenland, es ist sicher bekannt, geografisch liegt das sehr gut, die klimatischen Bedingungen sind vorhanden, die entsprechende Landfläche sind vorhanden, aber auch die traditionellen Methoden für den landwirtschaftlichen Bau sind auch vorhanden. Aber in allen diesen Jahren, auch durch die EU-Politiken in Griechenland, wurde die griechische Landwirtschaft zugrunde gefahren und das Land, auch was die Lebensmittelversorgung betrifft, abhängig gemacht. 75% des Rotfleisches importieren wir aus den EU-Ländern, hauptsächlich Deutschland, Belgien, Österreich und auch skandinavische Länder. Wenn man auf diesem Bereich nicht autark ist, kann nicht von Demokratie sprechen, weil wie werden wir jetzt erpresst? Es ist nicht nur die Liquidität der griechischen Banken, es ist nicht nur die Liquidität der griechischen Staatskassen, sondern auch, ist auch der Druck, weil wir auch, was die Lebensmittelversorgung betrifft, abhängig sind. Deswegen sagt also Syriza, das Programm, was wir ausgearbeitet haben, sieht eben vor, das Land wieder als autark zu organisieren. Die erste Maßnahme, die neue griechische Regierung gemacht hat, deuten auch auf diese Richtung hin. Erstens einmal Maßnahmen, die das Gefühl, das Gerechtigkeitsgefühl, quasi das Demokratiegefühl der Leute wieder zu gewinnen. Um das zu machen, haben wir vorher mit dem Bernd gesprochen, müssen die Reichen die Krise bezahlen. Deswegen war unser großer Wahlslogan, die Reichen müssen die Krise bezahlen, weil sie auch während der Krise mehr Reichtum sich angehäuft haben. Und dieser Prozess, dort des vehementen Druckes vom Ausland, hat schon begonnen. Nicht, weil die große Steuerreform im Gang ist, sondern weil wir mit den bestehenden rechtlichen Mitteln schon Arbeit machen. Und ihr habt sicher gelesen, vor ein paar Tagen wurde ein sehr reicher Grieche festgenommen, und damit er wieder freikommt, müsste an einem Tag 1,8 Millionen Euro bezahlen. Der hat über 8 Millionen bewiesene Schulden beim Staat. Das muss er demnächst bezahlen. Das ist ein Zeichen zur Wiedergewinnung des Demokratiegefühls bei der Bevölkerung und auch das Gerechtigkeitsgefühl. Das ist mein letzter Satz. Es weiter zu schaffen, das Land und die Gesellschaft so zu umstrukturieren, wir sprechen noch nicht von transformieren, weil wir müssen zuerst einmal überleben. Wir müssen überleben, ich sage es nochmal. Zwei Sachen sind notwendig, und da wiederhole ich mich, aber das sage ich trotzdem nochmal. Die Unterstützung der griechischen Bevölkerung, die haben wir, auch jetzt nach der Wahl, viel stärker als vor den Wahlen, und der Unterstützung der europäischen Bevölkerung. Nicht nur der Organisation, nicht nur der Parteien, auch der europäischen Bevölkerung. Deswegen versuchen wir ständig bei unserer Diskussion, sowohl in Griechenland als auch hier, die europäische Dimension der Griechenland-Problematik
auf dem Tisch zu legen. Und wie europäisch diese Problematik ist, möchte ich ein Beispiel aus der Öffentlichkeit der letzten Tagen und Wochen sagen. Das, was Europa jetzt mit einer Migrantentragödie erlebt, ganz deutlich hin, dass wir wirklich in Europa im Moment weder vom Frieden noch von Demokratie, geschweige denn von Sozialismus sprechen können. Wenn Tausende von Leuten an einem Meer ganz einfach ertrinken, weil wir, die Europäer, in ihren Heimatländern Kriege betreiben, Kriege, die mit Machtstrukturen haben, mit Gewinnstrukturen haben, Kriege, die mit dem Kapitalismus schlechthin zu tun haben, und wir nicht in der Lage sind, ein paar von diesen Leuten ganz einfach aufzunehmen, ja, scheint vielleicht auch diese Diskussion hier wirklich ein sehr großer Luxus. Vorher müssen wir es schaffen, wirklich in diesem geografischen Raum friedlich miteinander auszukommen, friedlich miteinander zu leben und gleichzeitig alle diese Arbeit, die der Bernd also vorgeführt hat, miteinander zu organisieren und zu machen. So wird dann Europa und jedes Land extra eine Zukunft haben. Vielen herzlichen Dank, Georgos. Und dann hat Alex die letzten beiden. Ja, vielen Dank. Also es ist so vieles gesagt worden, was ich ohne jede Zweifel auch selbst sagen könnte und vortreiben könnte. Ich will eigentlich, das ist vielleicht in der Dramaturgie dann ein bisschen kompliziert, auf Fragen nochmal eingehen, die im Programm so festgehalten sind oder Begriffe, die so festgehalten sind, um vielleicht einige Aspekte ergänzend nochmal hinzuzufügen. Also ich habe mich bei dem Titel dieses Panels, des Abschlussforums, gefragt, ökologisch, lustvoll und demokratisch. Warum lustvoll dazwischen steht, und hätte die Neigung, so wie der Genosse Kollege vorhin in dem vorherigen Panel gesagt hat, ihm macht Spaß, Politik zu machen, vielleicht das auch so zu betrachten, nämlich ökologisch zu leben, demokratisch zu handeln und sozialistisch gemeinsam zu kooperieren. Das könnte großen Spaß und viel Lust machen. Die Beziehungen, die wir dann miteinander entwickeln und wie wir dann gemeinsam miteinander leben, gemeinsam fühlen, gemeinsam denken, dass das eben etwas ist, was für uns alle stimulierend ist, eben unsere Freiheit als Bedingung der noch größeren Freiheit aller anderen, was heißt, wir vergrößern unsere Freiheitsmöglichkeiten sozusagen immer weiter und ins Neue hinein. Und das ist etwas, was ich gerne aufgreifen möchte, was Rainer vorhin auch in einem Panel angesprochen hat, was ihn sehr beschäftigt. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt hier ist, aber meiner Meinung nach eine wichtige Frage, nämlich wie über die Zukunft sprechen. Denn es ist ja tatsächlich bemerkenswert, dass wir das tun, dass wir über Zukunft nachdenken. Das ist nicht so selbstverständlich, weil wir in einer gewissen Weise auch damit zu tun haben, dass die Zukunft, nämlich die Gedanken darüber, wie wollen wir unser Zusammenleben gestalten, sozialistisch, die Perspektiven, dass uns das enteignet wird, dass uns die Geschichte ständig umgedeutet wird gegen alle Emanzipationsbestrebungen, an denen Menschen seit vielen hundert Jahren arbeiten, das wird uns enteignet als nicht mehr möglich. Und das ist etwas, also ist es insofern meiner Meinung nach schon ein politisches Handeln, die Frage nach der Zukunft zu stellen und diese Frage auch in dem Sinne zu stellen, dass wir sagen, diese Zukunft ist offen. Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt. Das ist die erste Frage für also die
dieses Forum, nämlich wie kann der Horizont einer linken Zukunft aussehen? Ich will tatsächlich dem Bilderverbot folgen und gar nichts dazu sagen, wie der Horizont aussehen könnte, sondern ich will sagen, es ist ein offener Horizont. Wir sollten ihn nicht festlegen. Und das ist eine Macht- und eine Herrschaftsfrage, nämlich können wir den Horizont öffnen und können wir ihn offen halten? Was Birgit bei Beginn dieser Veranstaltung am Donnerstag, da verliert man schon das Gedächtnis, war Freitagmorgen, was ganz am Anfang ja mit großem Nachdruck deutlich gemacht hat, die Zeit läuft aus, die Zukunft verschließt sich und zwar in dramatischer Weise durch die ökologischen Desaster, nicht nur hinsichtlich des Klimas. Es gibt ja viele Menschen, die werden vertrieben, deren Lebensgrundlagen werden schon zerstört, die müssen von Inseln weg, die werden von Ländern vertrieben. Es wird ihnen sozusagen diese Möglichkeit genommen. Und das ist ja auch etwas, was in unseren Gesellschaften, also jetzt Europa, in den OECD-Staaten, schon dramatisch ist, wenn man nur mal an den Unfall von Fukushima denkt. Fukushima bedeutet das, was wir in den 80er Jahren auch schon immer wieder thematisiert haben mit der Atomkraft. Es bedeutet, dass die Zukunft auf viele hunderttausend Jahre festgelegt wird, verschlossen wird, nämlich kontaminiert ist. Ja, und diese Region um Fukushima überhaupt nicht mehr bewohnbar ist. Wenn wir das überlegen, das würde in vergleichbarer Weise in einigen Kraftwerken passieren, in Europa oder im grenznahen, also in Europa, in Deutschland, in grenznahen Bereichen zu Deutschland wie Fessenheim, dann wären zentrale Achsen, Verkehrsachsen, Güterachsen, Transportachsen, wären sozusagen von einer Minute auf die nächste auf Jahrzehnte, Jahrtausende gelähmt und sozusagen unpassierbar gemacht. Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt. Und dann muss man sagen, ja, die Zukunft wird festgelegt durch diese ökologischen Entscheidungen, durch das, was schon angesprochen wurde, durch die Finanzwirtschaft. Sie wird auch festgelegt von den Investitionen. Mercedes plant Automobile im Vorlauf von 40 Jahren, 50 Jahren. Wenn ein Flugzeug entwickelt wird, bis es zum Fliegen kommt, dauert das 50 bis 60 Jahre oder länger. Das heißt, es werden jetzt, und das ist ja das, was Hillary auch gesagt hat, die Gegenwart zählt. Wir sollten also nicht alles von der Zukunft erwarten. Ja, wir sind in der Linken sind wir oft sehr gerne zukunftsoptimistisch und denken, ja klar, die Zukunft muss die Lösung bringen für das, was wir heute nicht lösen können. Aber wir müssen die Gegenwart hinsichtlich dessen sehen, was es an Weichenstellungen heute gibt und was unsere Zukunft auf viele Jahrzehnte, Jahrhunderte festlegt. Es gilt natürlich auch für die Bildung, die Art und Weise des Wissens, die wir an unsere Kinder, an die nächsten Generationen weitergeben. Damit legen wir auch die Gesellschaft fest, also die desaströse Situation in den Schulen und den Hochschulen, die totale Zerstörung der Perspektive und des Denkens in Alternativen, auch in radikalen Alternativen, der sozialistischen Perspektive, also der Möglichkeit, genau wie das Bernd ja angesprochen hat, der Aneignung unserer gemeinsamen gesellschaftlichen kooperativen Arbeit durch alle. Ich glaube, dass wir in der Gegenwart uns auch vor Augen führen müssen, was wir seit dem 11. September 2001 erlebt haben. Das scheint mir für die Frage der Zukunft ganz wichtig. Die Zukunft wird von Herrschenden, von Kapitalseite, durch Investitionen, durch Finanzbewirtschaftung, Zukunftsbewirtschaftung, wie Lothar Hack das einmal genannt hat, permanent festgelegt und ist eine Aufgabe der Linken, diese Zukunft zu öffnen, diese Macht der Festlegung zu zerstören und neue Zukünfte zu ermöglichen. Aber wir haben meiner Meinung nach jetzt ein gesteigertes Problem, weil es eine richtiggehende Strategie ist, die sehr ausgetüftelt ist. Ihr alle kennt das durch, vielleicht erinnert ihr euch an diesen Satz von Donald Rumsfeld, wir müssen uns auf die Unknown Unknowns einstellen. Also das, was die Infrastrukturen
die Gesellschaft stören könnte, Risiken, von denen wir nicht mal wissen heute, dass sie eintreten könnten. Das heißt also, das Wort dafür ist Präemption, der Vorgriff auf eine Zukunft, alles so zu organisieren, dass möglichst keinerlei Alternative, keinerlei Risiko für die gesellschaftlichen Reproduktionslinien, die Kontinuitäten, in denen unsere Gesellschaft lebt, keinerlei Risiko in dieser Weise entsteht. Wir sind ein Risiko aus dieser Sicht, weil wir nämlich genau diese Linien, diese Kontinuitätslinien aufmischen, stören. Das heißt, wir versuchen, und das scheint mir wichtig, wir versuchen ja Formen der Kontinuität zu schaffen und der Offenheit, von denen Menschen aus neu und frei über ihre zukünftige Freiheit nachdenken. Ich komme aus einer Phase, wie viele vielleicht ja auch, und groß geworden unter den Bedingungen des Sozialstaats. Und der Sozialstaat war gut, ja, weil das hat einem das Gefühl gegeben, man hat eine Perspektive und diese Perspektive hat Kontinuität, das gibt Sicherheit und man kann eine Planung darauf gründen, die es ermöglicht, freier darüber nachzudenken. Und es war so wichtig, die Überlegung von Abendroth, von dieser Garantie, von dieser Gewährleistung aus, können wir in Freiheit auch die Bedingungen unseres Zusammenlebens umplanen, verändern. Wir können unsere Lebensverhältnisse reorganisieren. Und was wir jetzt aber, also diese Verlässlichkeit, die wir damit hatten, das ist ja etwas, so verstehe ich unsere Diskussion, dass es darum geht, auch das, nämlich Vorsorge, Gewissheit, Absicherung sicherzustellen, nicht einfach um sicher zu sein, sondern die Möglichkeit zu haben, mehr Freiheit zu praktizieren, also eine Überlegung, wie sie Herbert Marcuse angestellt hat, nicht aus der Armut, nicht aus der Frugalität, nicht aus der Knappheit heraus werden wir zu emanzipierten Verhältnissen und zu emanzipierten Individualitäten kommen, sondern auch aus der Möglichkeit der Sicherheit und der Absicherung und der Versorgung, die wir genießen. Das scheint mir ein wichtiger Punkt und der wird für viele von uns gleichzeitig genommen, denn vielleicht erinnert ihr euch an die Diskussion von New Labour und des Projekts der neuen Sozialdemokratie, die nämlich gesagt hat, nichts ist gewiss. Ja, wir sollen uns auf Ungewissheit einstellen. Das heißt, die Ungewissheit derer, die unten sind, die abhängig sind davon, dass es eben und jetzt gezwungen sind, sozusagen alles in Konkurrenz und individualistisch zu lösen. Das ist ja schon angesprochen worden durch Hillary, durch Bernd, also durch alle drei eigentlich, nämlich die Tatsache, dass wir damit auch an Freiheit verlieren. Das scheint mir ein wichtiger Punkt, dass wir sozusagen so sehr unter dem Druck leiden, so sehr enteignet sind, dass wir eigentlich keine Zeit mehr haben, überhaupt die Freiheit in irgendeiner Weise in Anspruch zu nehmen. Also rabiate Festlegung und radikale Verkürzung unserer Freiheitsmöglichkeiten. Ihr kennt das alles, die Stichwörter Erschöpfung, ja, und so weiter. Also das scheinen mir wichtige Gesichtspunkte zu sein, weswegen aus meiner Sicht diese erste Frage so zu betrachten wäre, dass wir sagen, der Kapitalismus ist sicherlich in der Weise zukunftsfähig, dass er seine Bedingungen uns allen weiter aufoktroyieren wird. Das heißt aber, viele Menschen werden sterben, die Erde, der Globus wird zoniert in Menschen, die verwaltet werden und wenige Teile des Globus, der sozusagen auf unanständige Weise und moralisch zersetzend und politisch zerstörerisch reich sein wird, ja, im Wohlstand lebt. Und deswegen ist es eine meiner Meinung nach wichtige Aufgabe für die Linke, dieses Thema immer wieder anzusprechen, also die Rationalität, nicht einfach nur die Armut hier, sondern diesen Gesamtprozess,
ja, immer wieder zu betonen, weil es nämlich auch bedeutet, dass Menschen ja wissen, dass diese Art der Versorgung, die sie jetzt haben, so prekär sie für viele ist, letztlich auch darauf beruht, dass so viele andere, ja, sozusagen unter Ausbeutung, Knappheit, zerstörerischen Lebenszusammenhängen von Krieg und so weiter leben müssen. Und diese Art führt auch zu dieser Patzigkeit, Ressentiment, zu dieser Kälte. Ich habe oft hier jetzt davon gesprochen, dieser Eiseskälte, die diese Gesellschaft dann auch durchzieht. Deswegen ist es meiner Meinung nach wichtig, dieses Zukunftsproblem anzusprechen und zu sagen, klar, der Kapitalismus wird manches lösen können für die wenigen, die über sehr, sehr viele Ressourcen verfügen, aber viele werden dabei Opfer sein und die werden nicht teilhaben an diesen Vorteilen. Das muss man, glaube ich, sehr klar deutlich machen. Wenn der Horizont offen ist und geöffnet werden soll, dann stellt sich ja die Frage, was ist der Horizont? Also was, Entschuldigung, was, das ist die zweite Frage, ich finde, die passt so logisch so gut dazu. Was dient als linker Kompass, was sind die Visionen für eine andere Gesellschaft? Ich habe nicht so viele Visionen. Ja? Also ich finde, alles, was Bernd gesagt hat, kann ich unterschreiben. Und insofern hat er die Vision jetzt schon kommuniziert, das ist gut so. Und ich will mich auf den ersten Teil dieser Frage beschränken, nämlich was dient als linker Kompass? Weil ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein kleiner anderer Akzent als die Frage, was sind dann genau diese Visionen? Und ich glaube, oder ich will hier die Ansicht vertreten, als linker Kompass dient dieser einfache kleine Satz von Marx aus seiner Einleitung zur Kritik an der Hegelschen Rechtsphilosophie, nämlich der neue kategorische Imperativ sollte sein, dass wir alle Verhältnisse abschaffen und umstürzen, unter denen Menschen geknechtet und entwürdigt sind. Alle Verhältnisse. Und auch das ist eine Aufgabe der Linken. Das ist nicht selbstverständlich, weil es gehört zur Tradition der Linken, ganz im guten Sinne von Marx, nämlich zu sagen, es geht um den Umsturz einer Ökonomie des Profits und es geht um die Herstellung einer Ökonomie der Arbeit. Also das, was schon angesprochen wurde, der freien Kooperation, der Gestaltung der Lebensverhältnisse des wirklichen Gemeinwesens. Ich habe das bei anderer Gelegenheit schon gesagt. Aber zu sagen, alle Knechtschaftsverhältnisse schließt die ein, von denen wir heute schon wissen. Das bedeutet das Knechtschaftsverhältnis gegenüber der Natur. Das bedeutet die Knechtschaft im Geschlechterverhältnis. Es bedeutet die Knechtschaftsverhältnisse hinsichtlich anderer Menschen, die rassistisch entwürdigt und geknechtet werden. Und das betrifft eben alle die, das hat Georgios schon angesprochen, im Mittelmeer ertrinken, während unsere Luxusdampfliner da vorbeifahren. Ja, so. Also wir haben diese absurde und völlig paradoxe Situation. Und dann scheint es mir ein ganz wichtiger Punkt, nämlich die Linke ist, das ist ja klar, ein Spannungsverhältnis, was eine Linke hat, die Linke als Partei. Die Linke ist eine Partei, das wurde vorhin gesagt, die muss sich im parlamentarischen Parteienwettbewerb behaupten. Die Linke ist aber nicht nur die Partei Die Linke, sondern es ist die gesellschaftliche Linke. Aber auch die Linke in dieser ganzen Breite hat nicht alle Gesichtspunkte vertritt nicht alle diese Gesichtspunkte, die hinsichtlich der Emanzipation wichtig wären. Es gibt viele, die in der Queer-Bewegung sind, in der feministischen Bewegung, in der Öko-Bewegung, in der antirassistischen und Flüchtlingsbewegung, die sagen würden, ja, es gibt vielleicht an einigen Punkten Überschneidungen, aber da machen wir nicht mit. Das sind bestimmte Traditionen, bestimmte Organisationsformen, bestimmte kulturelle Muster,
die ja, finde ich, am Freitagmorgen auf wunderbare Weise aufgebrochen wurden mit dem Manifest. Ja, muss man mal sagen, ganz super aus meiner Sicht. Also, aber das bedeutet, dass es natürlich auch sehr viele Vorbehalte gibt. Und diese Vorbehalte sind, und das will ich betonen, aus demokratiepolitischer Sicht rational. Das ist vernünftig. Es ist kein Hindernis, sondern wir müssen klar machen, dass Menschen aus verschiedenen Lagen, verschiedenen Betroffenheiten, verschiedenen Emanzipationszielen auch verschiedene Wege gehen wollen. Das war eine wichtige Einsicht von Gramsci. Es gibt nicht einen Weg zur Emanzipation. Es gibt viele. Und es geht darum, wie werden diese Wege der Emanzipation koordiniert. Es reicht deswegen auch nicht, alle diese zentralen, wichtigen, objektiven Probleme anzusprechen. Das ist eine der zentralen Aufgaben der Linken. Das ökologische Desaster, die Prekarisierung, die Ausbeutungssituation, die barbarische Situation für Lohnabhängige und nicht nur für Prekäre, sondern auch die, die vollbeschäftigt sind, die gut bezahlt sind, die unter miesen Ausbeutungsbedingungen arbeiten müssen. Das müssen wir, es sind immer noch 28 Millionen auch in Normalarbeitsverhältnissen, die eben ausgebeutet werden. Ja, und die eben auch, wenn es sozusagen noch vergleichsweise anständige Arbeitsverhältnisse wären vom Typus Fordismus, es ist trotzdem Ausbeutung. Und diese Menschen sind unterworfen dem Kommando ihrer vorgesetzten betrieblichen Rationalitätskalkülen. Und das muss geendet werden. Ja, das scheint mir von großer Bedeutung. Aber es geht darum, es reicht nicht, diese Probleme anzusprechen und dafür auch Politik zu machen, sondern es geht darum, und das meine ich jetzt demokratiepolitisch, demokratietheoretisch ernst, wir müssen darauf hinwirken und da in diesem Sinne argumentieren und überzeugen, dass es darum geht, ein Allgemeines herzustellen der Emanzipation. Welches Problem genau das sein wird, was das Allgemeine bündelt, worin sozusagen das zusammenschießt, indem sich das Allgemeine emanzipatorisch verdichtet, das genau können wir nicht wissen. Dass alle Revolutionen, alle tiefgreifenden Veränderungen zeigen uns, dass das so nicht ist. Ja, Dieter Klein hat das vorhin angesprochen, wir wissen nicht mal, ob es solche Ereignisse noch geben wird. Griechenland hat dieses Ereignis produziert. Das heißt, plötzlich schießt in einer ganz kleinen Partei, niemand konnte das wissen, das gesamte gesellschaftliche Interesse zusammen. Diese Partei mit gerade mal 4% wird eine Partei, die die Probleme der griechischen Gesellschaft repräsentiert. Und das ist etwas, was der Linken als Partei auch blühen kann. Und das meine ich jetzt, ich habe das Wort negativ gewählt, aber ich meine es positiv, weil ich bin dafür, dass das passiert, aber das ist eine unglaubliche Herausforderung und Verantwortung, nämlich dann zu sagen, jetzt vertritt dieser kleine Haufen die allgemeinen Interessen der Gesellschaft. Also das, was vielleicht Chantal in ihrem Vortrag als Äquivalenzkette, das nämlich in einem Widerspruch, in einem Gegensatz, und das kann das Klima sein, das kann aber auch der Kindesmissbrauch sein. Wer will das wissen? Die Gesellschaft sucht sich auch ihre Probleme, an denen sie das thematisiert und an denen sie sozusagen die Herausforderungen annimmt, um sie zu bewältigen. Und das ist etwas, wofür die Linke einstehen muss, dass sie sagt, wir eignen uns alle diese Probleme an und tragen zu ihrer Verallgemeinerung so bei, dass wir diesen Gesamtzusammenhang dieser Gesellschaft in emanzipatorischer Weise umwälzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde vielleicht noch eine zweite ganz knackige kurze Runde euch geben, wo ihr ein bisschen die Möglichkeit habt, aufeinander zu reagieren, vielleicht auch mit der Frage, wer sind die Leute, die dieses Bild aus der Zukunft sind, wie in Margaritas Performance das genannt wurde? Welche Kämpfe, Alex hat jetzt gesagt, sozusagen die vielen Aktivitäten, die vielen Bestrebungen, die es gibt, können vielleicht zusammenkommen? Vielleicht ganz kurz, wo ihr sie seht, wo ihr Ansatzpunkte sehen würdet oder was ihr sonst antworten wollt aufeinander. 3 Minuten.
vielleicht. Hillary, möchtest du anfangen oder lieber diesmal? I don't mind waiting a little. Okay, in diesen 3 Minuten möchte ich noch Folgendes betonen, etwas, was schon öfters in diesen 3 Tagen hier gesagt wurde und auch heute. Die Zukunft ist wirklich offen. Und das Beispiel von Griechenland und das Beispiel von Syriza bezeugt das in wirklich aller Deutlichkeit. Es ist auch in der Politik alles möglich und alles offen. Das, was vielleicht heute für die Partei Die Linke oder für die Linken insgesamt in Deutschland und in Europa als unmöglich erscheint, kann morgen wirklich möglich sein oder kann es auch zu spät sein. Insofern, wir Linken überall, nicht nur in Deutschland, in Griechenland, in Gesamteuropa, sind wir ständig verpflichtet, uns mit der Gegenwart zu beschäftigen, mit den Prioritäten und die Bedürfnisse der Menschen, vor allem der Menschen von unten, zu beschäftigen, aber gleichzeitig uns nicht die Zukunftsvisionen aus unseren Augen verlieren. Und diesen sehr komplizierten Vorgang, weil es ist einfach artikuliert, in Wirklichkeit ist es aber sehr kompliziert, weil er beinhaltet die alle Auseinandersetzungen auf der gesellschaftlichen und politischen Ebene, alle Antagonismen, aber auch alle Machtfragen. Also wir müssen aber, wir sind gezwungen, es durchzuführen. Dass die Situation, dass wir jetzt in Europa, auch wenn es in einem kleinen, geschwächten Randland ist, die Tatsache, dass wir eine linke Regierung haben, stellt eine große Hoffnung dar, ist aber gleichzeitig eine große Chance. Bauen bitte wir wirklich auf diese Chance auf, um nicht nur die Zukunft der Linken voranzutreiben, sondern auch insgesamt die Zukunft der europäischen Bevölkerung. Ja, vielleicht ganz kurz. Ich glaube, die Stabilität oder die vermeintliche Stabilität des Neoliberalismus lebt von der Alternativlosigkeit. Wenn wir zulassen, dass es dazu keine Alternative gibt. Und natürlich entsteht es nicht einfach nur aus dem Willen, sondern die neue Gesellschaft entsteht immer im Schoß der Alten, aber dort eben aus den konkreten Widersprüchen und Bewegungen. Und ich will zum Schluss doch ein bisschen Optimismus machen. In allen diesen Linien, die ich jetzt ein bisschen aufgezeigt habe, wo wir Zukunftsvorstellungen, Transformationsvorstellungen haben, gibt es auch soziale Auseinandersetzungen und Kämpfe, die zeigen, dass die Menschen durchaus in diese Richtung gehen. Wir haben derzeit zum Beispiel einen Streik, an dem sich 70.000, 80.000 Erzieherinnen beteiligen und Sozialpädagogen, weil sie sagen, hier Arbeit, die überwiegend von Frauen verrichtet wird und die im Sorgebereich stattfindet, also bei Erziehung und Pflege und so weiter, ist total unterbewertet und in dieser Gesellschaft nicht respektiert. Und das lassen wir uns nicht gefallen. Eine klassische Vorstellung Linker, dass wir sagen, gleiche Arbeit, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, aber auch die Arbeit in den sozialen Bereichen muss höher bewertet werden. Wir haben viele Initiativen im öffentlichen Sektor. Erinnert ihr euch an die Volksabstimmung in Hamburg, wo eine Mehrheit gesagt hat, gegen alle Parteien, alle großen Parteien, wir wollen die Strom- und Energienetze wieder öffentlich zurückführen. Wir haben jetzt relativ große Bewegungen gehabt gegen TTIP. Dahinter steckt die Vorstellung, wir wollen nicht unser ganzes Leben von den Konzernen bestimmen lassen.
was wir essen, welche Rechte wir haben, sondern wir haben noch andere Interessen als das, was wir dahinter haben. Zum Teil die Solidarität mit Griechenland und die Hoffnung, die an die griechische Linksregierung verbunden wird. Wir haben relativ viele Kämpfe gegen die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen, von Krankenhäusern, von Bildungseinrichtungen und vielem anderen mehr. Alle diese Dinge deuten an, dass die Menschen eben nicht nur begrenzt sind, wir wollen überleben, wir wollen gucken, dass wir in dieser Richtung leben, dass wir möglichst viel Konsum haben, sondern alle diese Richtungen deuten an, wir wollen mehr selbstbestimmt leben, wir wollen die öffentlichen Güter nicht einfach Konzerninteressen unterwerfen und wir wollen uns beteiligen, wir wollen wirkliche Demokratie haben und nicht alle vier Jahre nur unsere Stimme in die Urne werfen. Der Begriff Urne ist ja bezeichnend, das heißt, wir werfen sie rein und dann ist sie beerdigt und die etablierten Kräfte machen damit, was sie wollen. Also ich will damit sagen, es gibt schon diese gesellschaftliche Auseinandersetzungen, an die wir anknüpfen können und die auch erahnen lassen, dass in der Gesellschaft Bereiche rauswachsen, die sich mit dem Bestehenden nicht einfach abfinden. Und das betrifft auch die Prekarisierung. Ich habe sehr viele Streiks mit angeführt und organisiert, wo Menschen, die prekär arbeiten, Verkäuferinnen oder an der Grauzone zum Prekären sind, Streiks gemacht haben in einem Jahr, wo mancher Arbeiter in der Fabrik in seinem ganzen Leben nicht so viele Streiktage zusammenkriegt. Ja, also da finden Prozesse statt von Akteuren, an die wir früher überhaupt nicht gedacht haben. Und wenn wir Beispiele in anderen Ländern angucken, ich war jetzt in Venezuela, nur was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass dort durch diese Demokratisierung von Chavez, der gesagt hat, wenn ihr euch eine Kommune aneignet, einen Stadtteil organisiert, kriegt ihr Rechte und Geld. Welche Initiativen das gibt von ärmeren, in ärmeren Vierteln, wo die Leute sagen, wir machen eine eigene selbstverwaltete Kommune, organisieren quasi dort die Lebensmittelverteilung, die Kultur und andere Prozesse. Und wenn man mit den Leuten redet, mit welchem Selbstbewusstsein sie quasi das darstellen, ja, und sagen, wir sind keine Opfer mehr, sondern wir haben Rechte und wir organisieren uns, dann kann man auch erahnen, dass die Menschen eben nicht passiv sind und auch die Menschen in den sozialen Brennpunkten nicht nur Opfer sind, sondern dass sie Akteure werden können, die sich selber ermächtigen, ihre Sache in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, die Verbindung dieser verschiedenen Ansätze und die politische Orientierung und die Bestärkung auch dieser Selbstermächtigung ist eine zentrale Aufgabe linker Politik. Und damit können wir in der Tat Teil der wirklichen Bewegung sein, die den jetzigen Zustand aufhebt. Und darauf kommt es an. Okay, well, I very much agree with Bert. And so I will build on what he's said by maybe saying from the UK experience that in a way there's also a level prior to this expression of the desire for self-government, which is maybe more, in one sense, more primitive, but is very dangerous for neoliberal governments. And that is, there is a sort of a real struggle for survival. I mean, people are not accepting austerity on the one hand, but on the other hand, you know, following Chantal's point about depoliticization, there is a sort of legacy of depoliticization, so that certainly in the UK we see a lot of struggles which begin in quite a sort of, in a way, classically apolitical way, like about housing. Housing is a massive issue because, particularly in London, where the domination of the city has meant that basically, you know, you young people cannot get housing. And the municipalities, seeing opportunities and being in this position where they need money, are selling off public housing and getting rid of working class people. And this is a question of survival. So many women in one estate have just said no and have just refused
but have not initially found a sort of political expression. But then when, in this instance, rather unusual political expression sort of comes along in the form of a very political comedian, Russell Brand, and gives a voice. He literally has a loud hailer and gives a voice to these people. I mean, they've had a vote, but that's been useless. The council is actually destroying their lives. When he gives them a voice, the struggle becomes a national focal point. Similarly in Scotland, it's a bit like, very dry grass that just needs the sun and it burns. And in Scotland, similarly, there's been, they've faced years of Tory austerity that they never voted for. They voted Labour, and Labour has either complied with the Conservative austerity or hasn't sort of resisted it. So they were struggling in day-to-day kinds of ways, but struggling for survival without a political voice. And then comes the referendum about independence and a massive movement. I mean, the initiative to do this referendum really came from the Conservatives, Cameron and so on, thinking, well, if we give people the choice between yes and no, between going their own way or staying with the familiar British system, they're bound to say no to independence. It's too stark. And anyway, it'll give them the chance, like you give to children, to let off steam, to kind of have a voice briefly. But actually what happened is people just took that opportunity and said, absolutely, we want to be free of this austerity. It wasn't a nationalist struggle, it was an anti-austerity struggle. So that the lesson of that is that the search, the desperation for a political voice can take very many unusual forms. Don't expect people to come to you, the party. You need to listen to how people are struggling and go to them and identify with the opportunities that they're grasping, whether it's a comedian or it's a referendum debate. And that movement has completely shaken the British political system, because they wanted people to vote and then be silent, like a child who's screamed and let off steam and then they are silent. And that's what they wanted. So I think the lesson of that is that there is a deep disaffection with austerity, much deeper than you might think from the level of political struggle. But when there is a voice, similarly with Spain, when there is a political voice, it can gather momentum very quickly. And I think the lesson for political organization is really to be kind of always there. And this is where this point about a party that's investigating, that's really understanding the conditions, so that you are there. And this is really the lesson from Syriza, to be engaged in the struggles, to be building the struggles, so that then enables the party to be learning what are the opportunities, what are the moments to give those struggles a political voice. Ja. Ja, ich glaube auch, es gibt viele Akteure und eigentlich besteht die politische Kunst darin, diese politischen Akteure, Akteurinnen zu verketten, so dass das, was es gemeinsam bewirkt, tatsächlich diese tiefgreifenden Veränderungsprozesse in Gang setzt, auslöst. Ja, also deswegen würde ich jetzt gar nicht unbedingt nach einzelnen Akteuren sagen, sondern die Kunst ist die Verkettung. Und ich will, weil ich glaube, dass zu dem Bild gehört die Partei Die Linke in diesem Prozess selbst. Es geht nicht nur darum, gibt es Akteure, gibt es Bewegung, sondern was ist Die Linke und ihr Anteil in diesen Prozessen. Und ich kann das jetzt, da könnten wir natürlich lange darüber reden, das Verhältnis von Partei, linker Partei, sozialistischer Partei und sozialen Bewegungen ist klar, wäre eine eigene viertägige Konferenz wert. Ich will vielleicht nur auf ein oder zwei kleine Aspekte eingehen, die mich beschäftigen, weil ich sie selbst so politisch für mich interessant fand, weil klar, ich war und bin, aber jetzt in geringerem Maße als früher,
in Bewegungen aktiv. Bewegungen haben sich im Laufe meines Lebens vielfach neue Themen gesucht. Die Zusammensetzung der Bewegung haben sich geändert. Und man denkt, das ist ein Prozess von unten. So erlebt man das. Man wird aktiv, man handelt. Und ich fand es dann interessant, weil es eine These von Gramsci bestätigt, es ist aus dem Prozess der permanenten Selbstrevolutionierung der bürgerlichen Gesellschaft, dass die Widersprüche entstehen und vorangetrieben werden. Und dann fand ich interessant, dass der Bundesverband der Bürgerinitiativen Umweltschutz für uns eine Kerninstitution im Kampf gegen Umweltzerstörung, Kernkraftwerke und so weiter, aus dem Bundesinnenministerium heraus gebildet wurde, weil der zuständige Staatssekretär im Bundesinnenministerium damals in den 70er Jahren, Hartkopf, das Ressort für Umwelt war damals noch Innenministerium, die Vorstellung hatte, er braucht gegen die Macht der Industrie starke Gegenkräfte, wenn er umweltpolitisch handeln will. Und es war eine klare Einsicht der sozialliberalen Koalition, dass umweltpolitisch gehandelt werden muss. Katz gab es noch nicht. Die Städte sind erstickt an Umweltbelastung. Also wurde sozusagen ein Spaltungsprozess von oben her organisiert. Und das ist, darin sehe ich eine Aufgabe der Linken, nämlich Risse herzustellen, Spaltungslinien in der Ausübung von Herrschaft selbst. Und ich finde, das ist zentral. Wenn ich hier nach etwa 8 Jahren Regierungsbeteiligung in Berlin mit einigen, die für die Hochschulentwicklung im Land Berlin zuständig waren, ein Gespräch geführt habe über die Perspektiven linker, linkssozialistischer Politik im Bereich Wissenschaft, Forschung, Entwicklung, Hochschule, und ich nach 3 Stunden Gespräch mitgeteilt bekomme, sie wissen eigentlich nicht, was an den Hochschulen stattfindet, dann ist was falsch. Weil aus meiner Sicht geht es genau darum, mit den Akteuren, es gibt die Studis, es gibt, damals gab es noch ein paar linke Profs, ein paar linke Mitarbeiterinnen, das ist natürlich auch immer dünner geworden, aber damit hätte man natürlich Information, Kontakte, Kooperationen entwickeln können, um auch sozusagen einen Gegenblock, einen eigenen Block zwischen Verwaltung, den verschiedenen Ebenen des Wissenschaftsbereichs aufzubauen. Und man darf nicht, das ist in der Linken leider immer noch eine Illusion, Hochschulen sind kein Elfenbeinturm mehr. Machen wir uns das klar, 2,5 Millionen Menschen studieren dort. Das sind über 50% eines Jahrgangs. Das heißt, was da passiert, ist relevant für so viele Menschen. Viele dieser Leute sind für diese Lebensphase prekär beschäftigt, schlimm ausgebeutete Arbeitskräfte, weil 60%, über 60% dieser Leute müssen neben all den beschissenen Kreditpunkten, die sie einwerben müssen, auch noch jobben 15 bis 18 Stunden. Ja, zu beschissen niedrigen Löhnen. Also Prekarisierung bitte nicht nur da, sondern auch dort. Und dann neue Spaltungslinien aufbauen für eine emanzipierte Zukunft. Vielen Dank. Sorry, ja. Also, ich musste das noch sagen. I have to say. Ich danke euch ganz herzlich.